Moin YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video vom Luxdoor. Heute geben wir euch Tipps und Tricks rings um das Arbeiten mit der Spraydose. Ist's nicht immer so, wenn's mal schnell gehen soll, geht der Deckel nicht von der Spraydose ab. Da wir schon viele Deckel wegen unserer Ungeduld zerstört haben. Jetzt ein Tipp, nehmt einen Schlitzschraubendreher, fasst damit unter die kleine Aussparung am Dosendeckel und hebelt den Deckel vorsichtig ab. Ganz einfach, oder? Der Deckel ist runter und die Spraydose sprüht immer noch nicht? Keine Panik! Bei einigen Spraydosen sitzt unter dem Sprühkopf eine Kindersicherung. Hier kommt wieder der Schlitzschraubendreher zum Einsatz. Hebelt den roten Ring einfach raus und setzt den Sprühkopf wieder auf. Und schon wird die Dose sprayen. Ja, man kann tatsächlich beim Drücken vom Sprühkopf etwas falsch machen. Man sollte mit dem Finger nicht zu weit über den Spraykopf drüber fassen, sonst wird hauptsächlich der Finger lackiert. Das Ergebnis seht ihr hier. Wenn ihr den Sprühkopf betätigt, drückt ihn möglichst nicht nach vorn, sondern zieht ihn etwas zu euch hin. Wenn ihr den Sprühkopf nach vorn drückt, bleibt immer etwas Lack am Dosenrand hängen und kann im ungünstigsten Fall als dicker Tropfen auf eurem Teil landen. Wie es richtig geht, zeigen wir euch hier einmal. Es gibt viele verschiedene Sprühkopftypen, von denen wir aus Zeitgründen hier mal nur zwei zeigen. Den Breitstrahlkopf und den Punktstrahlkopf. Der Breitstrahlkopf erzeugt ein ovales Spritzbild, mit dem sich sehr gut eine Fläche lackieren lässt. Der Punktstrahlkopf hat hingegen ein kreisrundes Spritzbild, ist also für die Endlackierung von Flächen nicht so gut geeignet. Nicht immer gleich lossprayen. Bei vielen Dosen steht noch etwas unverdünnter Lack im Steigrohr. Der muss erstmal raus. Die Dose spuckt erstmal kurz, danach könnt ihr damit lackieren. Wenn eure Spraydose einen Breitstrahlkopf hat, also eine eckige Düse, dann könnt ihr damit den Spraystrahl verändern. Ihr könnt ihn drehen und so perfekt an die Fläche, die ihr lackieren wollt, anpassen. Zum Drehen braucht ihr eine Spitzzange oder viel Kraft in den Fingern. Damit eure Fläche beim Lackieren nicht streifig wird, lackiert ihr mit etwas Überdeckung der einzelnen Bahnen. Das heißt, jede neue Bahn überlappt die vorherige etwas. So wird gewährleistet, dass ihr eine gleichmäßige Schichtstärke auf die Fläche aufbringt. Schaut ihr euch hier mal an, wie der Lacker es macht. Übrigens, der Kreuzgang, den man oft noch in den Gebrauchsanweisungen von Spraydosen findet, macht wenig Sinn. Wir lackieren einfach zwei Schichten mit Zwischenablüftzeit ganz normal von links nach rechts mit Überdeckung. Nach dem Sprayen die Dose auf den Kopf stellen, kurz sprühen, damit reinigt ihr die Düse und dann könnt ihr die Dose wiederverwenden. Der Abstand, ein Dauerthema. Oft steht auf den Dosen 20 bis 25 cm Abstand beim Sprühen. Wir haben festgestellt, dass bei diesem Abstand keine glatte, gute Fläche zu erzielen ist. Der richtige Abstand ist immer der, bei dem ihr eine glatte, verlaufende Schicht hinbekommt. Das ist abhängig von eurer Arbeitsgeschwindigkeit, der Temperatur und dem Lack. Irgendwo so 10 bis 15 cm. Macht vor der Lackierung eine Probe, dann findet ihr es für euch heraus. Bewegt euch nicht wie ein Roboter. Am besten drückt ihr den Sprühkopf, wenn ihr schon in der Bewegung seid. Natürlich früh genug, damit auch alles vom Bauteil Farbe bekommt. Hier haben wir mal ein paar Beispiele. Ja, das Schütteln der Spraydosen nervt. Aber es geht nicht ohne. Vor dem Lackieren ist es wichtig, damit sich der Lack gut durchmischt.
und auch zwischendurch. Es ist wichtig, immer wieder mal kurz schütteln, damit die Dose wieder gleichmäßig sprüht. Die 2K-Dose enthält innen in der Spraydose noch eine kleine Kartusche mit dem Härter. Und Härter darf hier erst zum Lackieren mit dem Lack in der Dose in Berührung kommen, damit das Material nicht zu früh aushärtet. Diese kleine Innenkartusche müsst ihr vor dem Lackieren öffnen, damit sich Lack und Härter vermischen können. Dafür nehmt ihr den roten Stempel aus dem Dosendeckel und setzt ihn auf den entsprechenden Stift am Dosenboden. Jetzt drückt ihr die Dose mit dem Stempel fest auf eine stabile Unterlage, zum Beispiel auf eine Tischplatte. Hört, das knackt einmal vornehmlich und es gibt auch einen spürbaren Ruck. Jetzt ist die Kartusche geöffnet und beide Materialien können sich in der Dose vermischen, wenn ihr ordentlich schüttelt. 2 Minuten schütteln. Wir haben das mal mit der Stoppuhr gemacht und das ist wirklich lang. Aber für eine gute Lackierung müsst ihr das einfach machen. Die Temperatur ist ganz wichtig. 20 Grad sind ideal. Mindestens 15 sollten es schon sein. Und zwar alles. Das Auto und die Spraydose auch. Es macht wenig Sinn, mit gut vorgewärmtem Lack auf ein eiskaltes Auto zu sprühen. Oder umgekehrt. Egal, ob Föhn, Wasserbad oder Dosen an der Heizung. Vorgewärmte Spraydosen funktionieren immer besser. Ganz wichtig ist übrigens ein Abo. Dann verpasst ihr hier keinen Tipp mehr. Und ein Like. Dann zeigt ihr uns, dass wir hier die richtigen Themen anfassen. So, das war's für heute. Wir wünschen euch good luck und bis nächste Woche.